Ja, Bellos bleibt wohl dabei. Gegen Bremen können wir zu Hause einfach nicht gewinnen. Irgendwie, was war heute los? Ja, zwei Sachen eigentlich. Wir haben zum einen die erste Halbzeit über weite Strecken komplett verpennt. Wir haben uns in den Zweikämpfen, wenn wir überhaupt mal in einen gekommen sind, total abkochen lassen. Wir waren einfach zu wenig. Wir haben fast keinen Sprint gemacht in der ersten Halbzeit. Wir haben keine Umschaltaktionen gehabt. Wenn wir mal den Ball erobert haben, haben wir meistens das Tempo rausgenommen. Und ja, das war dann einfach schwer gegen eine Bremer Mannschaft, die dann auch teilweise uns gut hat laufen lassen. Und dann die zweite Sache, die, glaube ich, heute entscheidend war, ist einfach die Chancenverwertung. Ja, wir haben bestimmt zwei, drei Großchancen mehr gehabt wie Bremen. Und man muss sagen, Bremen hat sie eiskalt genutzt. Und wir haben sie es. Entweder haben wir sie vorbeigeschossen oder der Wiedwald hat heute auch einen seiner besten Tage gehabt wahrscheinlich. Unterm Strich holt man dann nichts gegen Bremen. Ne? Viele fragen sich dann natürlich auch, dass man irgendwie so ein Spiel wie gegen Augsburg nicht nochmal wiederholen kann. Liegt das nur an Tagesform oder kann man da Erklärungsansätze für finden? Ist natürlich immer blöd für euch, das zu beantworten, aber Weltklasse gespielt und heute nicht an das rangekommen. Wie geht sowas? Ja, zum einen ist ja natürlich auch immer ein Gegner dabei, der da einen Einfluss drauf hat. Und da war, glaube ich, Bremen schon eine Ecke stärker und auch spielstärker vor allem wie Augsburg. Aber es lag auch ganz klar an uns selbst heute, dass wir vielleicht gedacht haben, es geht mit 95%. Ne? Das ist ja immer so ein Phänomen, was bei uns ab und zu mal kommt, dass wir nach einem sehr guten Spiel dann auf dem Platz stehen und den einen Meter nicht mehr machen, den wir vorher gemacht haben. Und dann reicht es halt nicht. Und mit einer guten Halbzeit kann man in der Bundesliga nichts holen. Und vor allem auch nicht gegen Bremen, die meiner Meinung nach auch deutlich besser sind, wie der Tabellenstand aussagt. Dann also wieder 100 gegen Leverkusen. Danke dir, Mann. Danke dir. Tough Game, wirklich schwieriges Spiel heute. Und vielleicht nicht one of our best games, oder? Ja, ich denke so auch. Ich denke, dass Werder spielt ein sehr sauber Spiel, sehr organisiert und es war schwer für uns zu finden, die Möglichkeit. Aber natürlich muss wir besser sein. They did good in the two standards, of course. They did a very good job there. We have to be critical. We played a very good second half. We were better there and created the chances we needed, but the goalkeeper also played a very good game. And you know, the discussion is going to start again. Explain the two goals to us. We thought there was no chance for you that you could save them. That's what we thought. What's your opinion? Of course, I will look at the pictures like I always do, but I don't see any options now. Sometimes the goal, it's difficult to do so much. We need to look at it with a tactical aspect, and of course, I will look at it myself as well. Das ist wieder mal, es ehrt ihn, dass er da auch ein bisschen selbstkritisch ist, aber so explain it to us, that first goal, we have to defend it better. The ball can never go to that guy, right? Yeah. And the second goal, it's the Mauer Eck, where the Mauer stands. So nah, it's so close to the goal, it's a very, very difficult kick to do that over the wall and up in the corner when it's so close, when you don't have any distance. Of course, he can't be that open on the first goal. We need to be critical then, we need to talk about that. Also Leute, wenn jetzt irgendein Lössl-Hater wieder um die Ecke kommt, der kann sich bei mir melden. Danke Jonas, danke dir. Also wir versprechen erstmal, dass wir den Ramaljo dann auch bei einem Sieg das nächste Mal vors Mikro holen. Jetzt musst du leider aber erstmal uns dieses Spiel erklären. Das war nicht so, was wir spielen können, oder? Nee, eigentlich in der ersten Halbzeit, ich glaube, in zwei Standards haben wir so vielleicht nicht so gut aufgepasst und dann haben wir diese blöde Tor bekommen. Aber eigentlich so, ich finde schon, dass wir ein ordentliches Match gemacht haben. Insbesondere in der zweiten Hälfte. In der ersten Halbzeit, glaube ich, haben wir vielleicht zu langsam gespielt, vielleicht nicht so viele Ebenen. Und dann war schwer zu spielen. Und Bremen hat so nur auf die Konter gesetzt. Und, aber eigentlich haben wir das noch im Griff, aber mit den Standards dann. Habe diese zwei blöde Tore bekommen. Und dann zweite Halbzeit haben wir ein super Spiel gemacht, wenn ich ehrlich sage, meine Meinung. Aber das hat nicht gereicht. Und nächste Woche müssen wir auf jeden Fall besser machen. Wie kommt es denn, dass man gegen Augsburg wirklich alles funktioniert und heute hat nicht alles funktioniert? Wie kann man sowas erklären? Schwer, das hängt vom Tag. Ne? Aber natürlich, wie gesagt, so schlecht finde ich war nicht die erste Halbzeit, meine Meinung. Aber wie gesagt, nur die Standards sollte wir vielleicht aufmerksam sein
und mit dem Ball vielleicht so besser spielen, weil eigentlich haben wir ein paar leichte Fehler gemacht und wir haben zwar Meisterballbesitz gehabt in der ersten Halbzeit, aber das haben wir gesehen, dass das ist nicht so wichtig, wenn man nicht so richtig ausspielt. Aber ja, schwer zu erklären, warum gibt es so diesen Unterschied, aber muss ja auf jeden Fall versuchen, immer so insbesondere die erste Halbzeit so eine gute Halbzeit zu machen, damit wir eine größere Chance haben, im Spiel zu gewinnen. Als kleinen Mainz sagt man, munter Putze weitermachen. Genau so. Danke.